Wir hatten Outdoor-Training, das ging eigentlich auch ganz gut, durften dann auch wieder rein, haben unsere Kurse auf 6 bis 8 Personen dann erweitert. Und ja, jetzt mussten wir komplett wieder alle schließen, hatten nicht mal eine Chance für Outdoor-Training. Und nachdem letzte Woche dann im Endeffekt beschlossen wurde, dass auch Personal-Training verboten ist, mussten wir ganz wieder nach Hause, zurück zu den Homeworkouts, Livestreams, YouTube und Zoom. Wir bieten jeden Abend ein Training für unsere Mitglieder an. Das findet live per Zoom statt. Da können sie direkt teilnehmen, wir können sie auch korrigieren. Das sind meistens Übungen mit Sachen, die man schon daheim hat, beziehungsweise wir haben all unser Equipment verliehen, das wir in der Box haben. Und dann wird das Ganze auch auf YouTube abgespeichert für die Mitglieder. Die können das dann nachholen, wenn sie es machen möchten. Und da gibt es jeden Tag ein neues Workout. Wir haben eine Anmeldesoftware, auch regulär, wenn unsere Kurse haben, kann sich maximal 10 anmelden. Jetzt online ist es ja eigentlich egal. Dann darüber melden sich unsere Mitglieder an. Die bekommen dann 30 Minuten vorher einen Link zugeschickt, mit dem sie dann, wie gesagt, entweder per Zoom live mitmachen können oder halt hinterher, wenn sie Zeit haben, nach dem Essen oder dann in der Früh. Vorletzte Runde. Toes to something, schön einrollen. Knie gestreckt lassen, Füße zusammenlassen, Zehenspitzen ausstrecken, Philipp. Schön. Knie gestreckt und dann gehst du nur so weit wie lang. Ja, Saskia fehlt mir noch. Saskia fehlt mir noch. Komm, alle mal in Plank. Oh, Bernadette ist jetzt weg. Jetzt ist die Gabi weg. Alle nochmal in Plank. Alle nochmal in Plank. Bitte nochmal in Plank. Komm, Gabi, auf geht's. Zack. Markus, Lena, kommt nochmal kurz halten. Ich hab's noch nicht bei allen gleichzeitig gesehen. Julia, schau mal, dass du unten kurzes Gesäß anspannst. Genau. Unten richtig schön in die Hollow Rock Position kurz. Und jetzt. Genau. Unten schön kurz Gesäß anspannen, bevor du wieder hochkommst. Ja, wir haben uns klar die Hygienekonzepte ja überlegt. Wir hatten Abstände, unsere Mitglieder sind im Endeffekt mit großem Abstand immer zueinander gewesen, Masken beim Betreten, beim Verlassen. Mit den Hygienevorschriften, die uns gemacht wurden, konnten wir arbeiten, aber im Endeffekt hatten wir ja keine Chance, da jetzt weiter zu arbeiten, weil alles einfach radikal geschlossen wurde, egal wie es funktioniert, egal welche Randgruppe man auch von diesem Sport ist. Ja, wir haben ein gutes Verhältnis zu unseren Mitgliedern, Gott sei Dank. Wir unterstützen die mit unserem Verleih, mit unserem weiteren Training und deswegen unterstützt uns auch ein großer, großer Teil, was unser Glück ist und deswegen vielen, vielen Dank auch an unsere Mitglieder. Klar, ein-, zweimal kann man das auch machen, das ist jetzt der zweite Lockdown. Die Frage ist halt, wie häufig das noch kommen wird, wie lange können die Leute das selber finanzieren, weil wir sagen, wir wollen fair zu den Leuten sein, wenn sie sich selber nicht leisten können, dann pausieren wir auch gerne diese Verträge, weil das ist nicht das, was wir eigentlich anbieten. Und ja, wir arbeiten doch lieber am Menschen als am Computer.